Was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wie ihr schon erkennen könnt, sind wir nicht zu Hause. Wir sind unterwegs in Köln. Kannst du einmal vielleicht ganz kurz zeigen. Oh mein Gott. Denn viele von euch haben sich mehr Vlogs von mir gewünscht, dass ich ein bisschen mehr vlogge, wenn ich unterwegs bin. Da dachte ich mir, komm, wir sind jetzt in Köln, wollten ein bisschen shooten, wollen was essen. Wir haben halt jetzt Sonntag, das heißt, die Läden haben leider alle zu. Aber trotzdem sind wir jetzt ein bisschen unterwegs. Und ich dachte mir, ich kann diesen kleinen Vlog mit ein paar Fragen verbinden. Das heißt, ich mache jetzt so ein kleines FAQ verbunden mit einem Vlog. Das heißt, wir gehen ein bisschen durch Köln. Ich zeige euch ein bisschen, wie wir shooten, wie wir was weiß ich was machen. Und bearbeite deswegen ein paar Fragen von euch. Deswegen, Freunde, check das Video ab. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Vlog. Let's go. Wir starten auch direkt mit der allerersten Frage, denn der liebe i95n ist hier auch eingewendet, hat gefragt, was machst du nach dem Abi? Und das ist eine Frage, die ich wirklich bei jedem FAQ am meisten von allen Fragen gestellt bekomme, weil ich denke mal, wie viele von euch wissen, sitze ich gerade an meinem Abitur, beziehungsweise werde im April mein Abitur abschließen. Eine Frage, die viele interessiert, was mache ich nach dem Abi? Ganz einfach, ich werde, so wie es aussieht, bis Februar, März erstmal nichts machen, beziehungsweise ich werde halt arbeiten gehen, werde einfach versuchen, so viel wie möglich zu reisen, einfach ein cooles Jahr, sage ich mal, zu leben, weil das ist so mit die einzige Zeit, wo man einfach mal so das machen kann, worauf man Bock hat. Und deswegen habe ich mir gesagt, ist es einfach unnötig, direkt auf Krampf nach dem Abi direkt irgendwas anzufangen. Deswegen werde ich einfach erstmal ein bisschen reisen, ein bisschen die Welt erkunden, arbeiten gehen, halt mein Geld verdienen, nebenbei halt noch YouTube und so weiter alles weitermachen, viele coole Videos für euch drehen und dann werde ich im März entweder ein Studium oder eine Ausbildung anfangen. Idylle. Boah. So, Freunde, das allererste aus, was wir jetzt shooten werden, wäre einmal dieses hier von Divention. Und zwar mit der Divention Trainingshose, dazu die Game Royalty, wie ich finde, 1:1 zum Anzug passen. Und der Divention Jacke. Das allererste aus, was wir jetzt shooten werden. Und wie ihr wisst, mit dem Code JAN15 gibt es auch 15% auf diesen Anzug, beziehungsweise auf alles von Divention. Wir werden jetzt das Outfit abshooten. Das Bild dazu findet ihr auf meinem Instagram, ist hier eingeblendet, da gibt es alle Bilder. Und ich würde sagen, wir shooten das jetzt ab. So, Freunde, während ich gerade mein Outfit wechsle, machen wir kurz die nächste Frage. Und zwar hat der liebe Henry STX gefragt, ob ich schon überlegt habe, eine eigene Marke rauszuhauen. Dazu muss ich sagen, ja, habe ich, hätte ich auch Bock drauf, wird vielleicht auch irgendwann mal kommen. Aber momentan habe ich leider absolut keine Zeit dafür. Übrigens hier, sehr, sehr schönes Ding. Habe ich leider absolut keine Zeit dafür. Denn wie gesagt, jetzt ist erstmal Abi vor der Tür. Darauf liegt erstmal der Fokus. Gucken, was die Zukunft bringt. Ich hatte an sich eigentlich Bock drauf. Vielleicht kommt es auch mal. Aber wir werden sehen, was die Zukunft so bringt. So, Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem allerersten Spot. Machen uns jetzt auf den Weg. Für die Leute, die sich in Köln ein bisschen auskennen, zu den Ringen. Gehen da jetzt zu Starbucks, dann gleich zum 25 Hours Hotel, da noch ein bisschen shooten. Nächste Outfit wäre einmal Represent Jacke, Represent Cargo und einmal die Travis Scott Air Jordan 1. Das werden wir jetzt gleich auch abshooten. Jetzt gehen wir erstmal zum Ring und ich würde sagen, auf dem Weg machen wir noch kurz eine Frage. So, Freunde, die nächste Frage wäre einmal meine Meinung zu Peso. Ja, meine Meinung zu Peso ist ganz einfach. Ich finde es unfassbar krass, was Justin sich jetzt über die Jahre, sage ich mal, aufgebaut hat. Von Kollektion zu Kollektion wird es wirklich immer besser. Wobei es auch immer Kollektionen und Pieces gibt. Da kommt ein Auto. Wobei es auch immer Kollektionen bzw. Pieces gibt, die mir nicht gefallen haben. Ich denke mal, das ist ganz normal. Peso ist einfach krass am Explodieren gerade, sei ihm auch komplett gegönnt. Ich bin gespannt auf die nächste Kollektion. Ich habe ja bis jetzt schon das Flanell gesehen, feiere ich nicht ganz so krass. Und eine Weste, falls die rauskommt, muss ich wirklich sagen, einfach todeskopiert von der Represent-Weste, die ich schon habe. Ich kann euch mal hier ein Bild einblenden. Einfach 1:1 wie die Weste von Represent, das feiere ich nicht so krass. Aber ich bin gespannt auf die nächste Kollektion. Und auch da wird es wieder ein Live-Korb mit Unboxing gehen, deswegen seid gespannt. Freunde, falls ihr euch fragt, wo die ganzen coolen Bilder mit den Fahrstühlen entstehen, einmal das 25 Hours Hotel in Köln, könnt ihr gerne abchecken. Wir wollen jetzt ganz kurz hier shooten, aber nicht mit dem Fahrstuhl, weil das finde ich so ein bisschen 0815. Kein Bock, ich habe den Fahrstuhl gehabt, aber ganz normal vor dem Hotel. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Und wie gesagt, Bilder findet ihr alle auf Instagram. Und jetzt geht's für uns zu Starbucks, weil meine Hände frieren absolut ab. Es ist todeskalt. Wie ihr sehen könnt, waren wir gerade bei Starbucks, haben uns die Bilder angeguckt, sind echt wirklich ein paar geile Bilder dabei. Werdet ihr auch alle auf meinem Instagram sehen, ist hier eingeblendet. Heute Abend, denke ich mal, kommt auch das erste Bild schon online. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wo gehen wir eigentlich? Weiß es nicht. Wir machen uns jetzt auf den Weg durch Köln, keine Ahnung. Gucken, ob wir vielleicht noch ein paar coole Spots finden, um ein paar Picks zu machen. Und nebenbei wird natürlich die eine oder andere Frage noch beantwortet. Und ich würde sagen, wir sehen uns das gleich, wenn ich die nächste Frage von euch beantworte. Okay, die nächste Frage kommt von dieser Nils. Er hat gefragt, was erhoffst du dir von 2020? Ja, was erhoffe ich mir von 2020? Ganz einfach, wie ich eben schon gesagt hatte. Auf jeden Fall will ich sehr viel reisen, sehr viel um die Welt kommen. Davon sehr geile Videos für euch produzieren. Das heißt,
geile Vlogs drehen, einfach geile Videos für euch zu produzieren. Wie gesagt, mein Hauptziel gerade, einfach ein gutes Abitur abzuschließen und dann mal gucken, was das Jahr so bringt. Aber so wirklich Ziele oder was ich mir hoffe, habe ich eigentlich wirklich, wie gesagt, viel Reisen, gutes Abitur. Da geht's. Aber so wirkliche Ziele oder was mich erhofft, habe ich eigentlich nicht. Ich bin gespannt, was 2020 alles so mit sich bringt. Ich hoffe, es wird ein geiles Jahr. Ich hoffe, ich erlebe viel. Ich hoffe, es wird einfach geil, Jungs. Es wird einfach geil. Und ich weiß, es wird jetzt hier kein überkrasser Vlog mit krassen Cinematics und krassem Inhalt. Aber wenn ihr Bock habt, dass ich mir einfach mal so ein bisschen so kleinere Vlogs mache, wenn ich mal unterwegs bin, ein bisschen dabei labern, ein bisschen fragen, was, keine Ahnung, einfach mal euch ein bisschen von meinem Leben, sage ich mal, teilhaben lasse. Und schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, da weiß ich Bescheid, dass ich sowas mal öfter mache. Hier rein? Du weißt noch, wo ich hier die G vielleicht... Alter, ich glaube, ich wäre... Alter, das wäre krass. Warum hast du den eigentlich gemacht? Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich mehr so kleinere Vlogs mache, einfach auf spontan mal ein bisschen labern, ein bisschen zeigen, wie ist das, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet und wie ihr den Vlog auch findet, dann weiß ich Bescheid. Wir sind jetzt auch bei meinem Auto angekommen. Viele haben von uns gesehen, viele fragen immer, was ist dein Auto? Wir fahren jetzt los, auch mit Sitzheizung sogar. Spaß, Freunde, als wenn das mein Auto ist. Wir gehen direkt weiter zu meinem wirklichen Auto. Let's go! Started from the bottom, now we're here. Jetzt! Started from the bottom, now my home. Nächste Frage kommt einmal von max.orth, wie ich finde, eine sehr interessante Frage. Und zwar fragt er, 1 Million pro Jahr, aber keine Freunde oder 2000 im Monat und dafür Freunde. Da habe ich auch gerade mit Kel drüber diskutiert und ich bin ganz klar der Meinung, 2k im Monat und dafür Freunde, weil was bringt euch 1 Million im Jahr, wenn ihr absolut einsam seid, nur zu Hause alleine rumhockt und keine Freunde habt? Dafür nehme ich lieber 2000 im Monat, wovon man auch absolut gut leben kann, hab dafür meine Freunde um mich rum, kann coole Sachen mit meinen Freunden erleben. Auf jeden Fall ganz klar Freunde, weil ich sage euch, Freunde, Familie ist auf jeden Fall das Wichtigste im Leben, weil was bringt euch Einsamkeit, das macht euch nur depressiv. Übrigens Freunde, wenn ihr in Köln seid, gönnt euch hier Joghurt-Eis, bei Gott, zu wild. Es ist zu wild. Freunde, übrigens, kleiner Köln-City-Tourguide von mir. Wir haben hier einmal die Kölner Straße, direkt vor dem Rasiererladen. Geil. Geile Rasierer herbekommen. Hier haben wir Sobrano, auch einer meiner Lieblingsgeschäfte in Köln. Hier ist die Santander, schaut es genau an, mein Vater. Das wäre die Kölner Innenstadt, meine Lieblingsumgebung zum Shoppen. Die nächste und auch die letzte Frage kommt von Toni-MTC. Er hat gefragt, wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen? Und dazu kann ich nur sagen, ich kann euch hier mal einen Clip einblenden. Ich liebe es, Videos zu drehen. Ich liebe es. Es macht einfach so Spaß. Und vor circa über einem Jahr habe ich dann zum Beispiel auch Kjell kennengelernt, der ja auch schon seit ein paar Jahren YouTube macht. Habe mich auch wieder ein bisschen dazu motiviert, dass ich damit YouTube anfangen soll. Und auch viele von euch haben immer auf Instagram geschrieben, yo, mach YouTube, zeig mal Videos, mach mal Videos, dreh mal Videos, schau mal Videos, alles, ihr wisst Bescheid. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, starte meinen YouTube-Kanal. Ich habe ja jetzt vor knapp einem Jahr angefangen. Und das wäre der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe. So, Freunde, das soll es auch mit dem kleinen, entspannten Vlog gewesen sein, weil ich fahre jetzt nach Hause mit dem Auto, okay, pack jetzt auch von der Bahn. Deswegen war es auch mit dem Vlog. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, weil es so war. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut ran. Oh.